Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ich habe ein bisschen was am Team geändert. Hisui, Viscogon ist raus, Bao Jian ist drin, weil ich mit dem Team extreme Probleme hatte mit Regidrago und Bao Jian ist der übelste Counter gegen Regidrago. Viscogon deswegen raus, hat sowieso nicht so gut ins Team leider gepasst. Es war ein super Pokémon, aber in dem Team leider nicht so gut. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit den Highlights. So, er bringt tatsächlich Turbot und Slymog. Bei dem Slymog weiß ich, okay, er bringt nicht Ursaluna. Das finde ich ja spannend. Auf jeden Fall Rückenwind. Ich weiß nicht, ob einer von denen Pizarro raum kann. Kann einer von denen Pizarro raum? Scheiße, wir brauchen Maltam. Weiß das jemand schnell? Ich könnte mir vorstellen, dass der Pizarro raum kann. Wird der Bizarro-Raum spielen? Also ich will so oder so, glaube ich, Mogelhieb rausbringen. Ja, und Azelf wird keine Feuerattacke drauf haben. Ich mache das so. Ich habe keine Ahnung. Turbot kann das. Dann wird er das jetzt bestimmt machen, ne? Und der hat Ursaluna noch dahinter. Er macht da. Okay, er macht tatsächlich mit dem. Ist wieder Learning. Wusste ich nicht. Ist wieder Learning. Da ist der Rückenwind natürlich jetzt komplett Müll. Falls er. Ja, er wird Pizarro machen, sonst wäre der nicht so. Wohl doch, vielleicht schon. Explosion! Explosion mit Turbot? Okay. Schweben vom Mock wirkt. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn für eine crazy Taktik? Egal, ob ich das Game hier gewinne oder verliere, das kommt auf jeden Fall auf YouTube. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was war das denn? Ich würde fast sagen, dass das für mich besser ist als Bizarro-Raum. Aber Alter, was? Jetzt kommt Cresselia. Hallo Akrylos. Und jetzt kommt auch Bizarro, würde ich wetten. Und ich weiß gar nicht, ob er mit beiden einfach Bizarro machen kann. Also ich könnte Cresselia auf jeden Fall killen. Ich glaube, ich mache das auch. Boah, weiß ich gar nicht, ob er es killt. Wir werden es versuchen, weil ich es versuchen muss, glaube ich sogar. Ich muss es versuchen. Wenn ich noch irgendeine Chance haben will, muss Cresselia auf jeden Fall raus. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Slimer kann. Ganz wild. Turbot, er ballert direkt. Was hätte er gemacht bei einem Rundumschutz? Oder bei einem Schutzschild oder so? Oder wenn ich einfach Mogelhieb auf Turbots gemacht hätte. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Ganz wild, ganz wild, ganz wild. Ich bin gespannt, was Slymog jetzt macht. Toxin. Na gut, damit kann ich leben. In den nächsten Runden. Der macht auf jeden Fall in der nächsten Runde bestimmt wieder Schutzschild. Das weiß ich auf jeden Fall auf das andere Vieh. Ursa. Ursa kann ich auf jeden Fall mit Schutzschild angreifen. Das ist gar kein Problem. Hau rein. Und dann Eiszapfhagel auf ihn. Ich habe einen Wahlband auf Bau, deswegen kann ich nichts anderes machen. Ey, dieses Turbots Explosion. Ich komme da gar nicht drauf klar. Und dann durch die Fähigkeit von Slimer kriegt er Schwebe, damit Ursaluna jetzt Erdbeben drücken kann. Die Taktik ist cool. Leider gegen mich total nutzlos. Leider gegen mich total nutzlos, weil er auch mit Cresselia gerade kein Bizarro-Raum rausbekommen hat.
Das tut natürlich weh. Dass das nicht killt, ist auch krass. Bin gespannt, was sein Slymog jetzt noch macht, was seine Taktik war. Auf jeden Fall nicht Schutzschild, sonst hätte er es gedrückt. Was macht er jetzt? Auch Toxin auf den anderen? Oder was macht er jetzt? Heilung oder sowas? Komprimator, okay. Okay, okay, Ausweichler für Muck steigt. Spannend. Spannender Kampf. Also ich hätte ihn auch hochgeladen. Also ich habe jetzt noch nicht gewonnen, aber wenn er jetzt nicht allem ausweicht, was ich mal nicht hoffe, dann sollte ich den auf jeden Fall gekillt bekommen. Ich hätte ihn auch hochgeladen, wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte. Oder falls ich, egal ob ich jetzt noch, Alter, natürlich treffe ich nicht, das ist so dumm. Was macht der jetzt noch? Ableithieb, tut weh. Trefferschwall muss gleich treffen. Der kann Ableithieb? Der kann Ableithieb und hat Ableithieb drauf. Ist ja ganz wild. Also wenn ich jetzt nicht treffe, dann habe ich ein Problem. Komprimator macht 10%, come on. Rückenwind ist weg, du bist trotzdem noch schneller. Come on. Schutzschild, das bringt gar nichts. Bitte triff. Gut. Oh Gott, das macht den nicht mal tot. Ich muss nächste Runde nochmal treffen. Ah doch, okay, gut, ich dachte schon. Junge, 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 das wurde nochmal knapper, als ich dachte, aber ey, der... Die Explosion. What? Ich finde die Taktik aber sehr cool von ihm, um Ursaluna und Cresselia mit Tobot und Slymog. Ist eine sehr coole Variante. Dass er auch noch Ableitieb drauf hatte, also ganz wild. Ganz, ganz wild. Fühle ich. Geiles Team.